Ewigkeit der Seele ist ein berühmter Dialog von Platon. Er beschreibt, wie der zum Tode verurteilte Sokrates im Gefängnis von Athen vor der Einnahme des Schierlingsbechers des Todestrunkes mit seinen Schülern spricht und sie beruhigt in ihrem Jammern und Klagen und ihnen klarmachen möchte, dass er, ihr Lehrer, ihr Meister, nicht ins Nichts geht, sondern in eine Unsterblichkeit eingeht, die er selbst in seiner Seele tragen will. Dieser Dialog Phaidon oder die Unsterblichkeit der Seele hat drei philosophische Hauptargumente. Welche sind das? Es ist das Argument von den sichtbaren und den unsichtbaren Dingen, das Argument von der Unmöglichkeit der Anwesenheit zweier Zustände in demselben Ding und das Argument von der Erkenntnis. Zum einen das Argument von den sichtbaren und den unsichtbaren Dingen. Platon beschreibt hier, beziehungsweise Sokrates formuliert hier in Platons Beschreibung, dass es sichtbare und unsichtbare Dinge innerhalb dessen, was wir als Wirklichkeit formulieren, gäbe. Die sichtbaren Dinge, die mit den Körpern verwandt seien, und die unsichtbaren Dinge, die mit der menschlichen Seele verwandt seien. Insofern ist es für ihn naturgemäß, dass die menschliche Seele als unsichtbare Entität dem Unsichtbaren zustrebe, insofern unsichtbar würde, nichtsdestoweniger eine Wirklichkeit sei. Das zweite Argument, das Argument von der Unmöglichkeit des gleichzeitigen Vorhandenseins von Gegensätzen in demselben Ding. Ein Körper ist warm, weil die Idee der Wärme in ihn eingedrungen ist, in ihm verkörpert wird. Er kann nicht gleichzeitig die Idee der Kälte verkörpern. So ist aus einem toten Körper die Idee des Lebens, die Idee des Lebens wird mit der Seele identifiziert, entwichen und kann also nicht gleichzeitig die Idee des Todes und die Idee des Lebens im Körper sein. Das dritte Argument ist das Argument der Erkenntnis. Nun, um Erkenntnis geht es in allen platonischen Dialogen. Was bedeutet Erkenntnis oder vielmehr Erkenntnissuche in dem Dialog Phaidon oder die Unsterblichkeit der Seele? Man geht hier zurück auf eine Argumentation der sogenannten Eristiker. Ja? Die Eristiker waren der Ansicht, dass es unmöglich für die menschliche Seele sei, Erkenntnis zu erzielen bzw. nach Erkenntnis zu streben. Denn, so argumentierten die Eristiker, es sei, solange die Seele keine Erkenntnis habe, unmöglich zu wissen, wo man sie fände. Und sobald die Seele Erkenntnis bereits habe, sei es nicht mehr notwendig, danach zu streben. Sprich, es sei aporetisch, ein Irrweg oder eine unlösbare Aufgabe, nach Erkenntnis zu streben, beziehungsweise die Seele könne bereits im Inbegriff der Erkenntnis sein, brauche dann aber nicht mehr danach zu suchen. Diese eristische Argumentation verwirft Platon. Er hat ein anderes Modell. Er geht davon aus, dass die Seele bereits im Begriff der Erkenntnis sei, dies allerdings zeitweise vergesse. Die Erkenntnis sei für ihn ein Erinnern, ein Erinnerungsakt an die Ideen in der Seele und auch an vorangegangene Leben. Denn Platon beschreibt, dass die Seele des Menschen sich in verschiedenen Körpern manifestieren und auch im Kosmos Noetos, in der Welt der Ideen, eine bestimmte Manifestation, einen bestimmten Körper, ein bestimmtes Leben, einen bestimmten Werdegang auswähle, nach dieser Wahl aber einen Trank, Lethe, trinke, den Trank des Vergessens. Und von daher jeder Erkenntnisakt nach der Geburt in der Manifestation der körperlichen Erscheinung eine Form von Erinnerung und Rückerinnerung sei. So beschreibt Platon mit seinen drei Argumenten